So, Leute, da sind wir beim nächsten Secret Lair. Auch dieses hier ist wieder mir gegeben worden. Wir haben Monster Movie Marathon und gucken wir uns das Ganze mal an. Zum letzten Video habe ich mittlerweile festgestellt, ich bin echt gespannt, ob das jetzt auch so ist. Dieses Gebogene kann, glaube ich, habe herausgefunden, warum selbst Non-Foils so hart gebogen sind da drin. Und ja, gucken wir uns mal an. Das Secret Lair haben wir wieder hier mit dieser wunderschönen Box. Das finde ich ja schon mal ganz gut, dass sie das gemacht haben. Und wir haben... die werde ich ganz zum Schluss vorlesen. Die Leute sehen es ja schon in der Kamera. Das hat einen Grund, warum ich die ganz zum Schluss vorlese. Weil jetzt wird es nämlich dann spannend. Gut, gucken wir uns erstmal die Karten selber an. Öffnen. Dieses Ding oben einmal aufmachen, danach unten drehen. Wie gesagt, dann kriegt ihr die auf sehr richtig gut raus. Normalerweise hätte ich jetzt nicht, aber gut. So, die hier sind ja eher an Movie angesetzt. Und sie sind meiner Meinung nach das, was Double Feature hätte sein sollen. Weil sowas hätte ich gerne im Double Feature gehabt. Wir haben einmal Dismember. Hier wunderschön mit dieser Knochensäge, diesem Arm, diese Frau, die hier hinten das sieht. Until end of turn. Tag Creature gets -5/-5 Dismember. Hier für 1 instant. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe die Mana-Kosten hier nicht. Beziehungsweise ist halt hier die 1 und hier die beiden Phyrexian-Mana. Aber ja, instant. Man sieht es nicht so gut. Aber so hätte Double Feature sein können und müssen. Das wäre Double Feature meiner Meinung nach. Dann haben wir ein Blasphemic Act. Ein rotes, 8 farblose, macht 13 Schaden an jeder Kreatur, Sorcery. Und this spell costs 1 less for each creature on the battlefield. Also für jede Kreatur im Feld wird es 1 Mana günstiger. Auch hier sehr, sehr cool gefühlt. Hat die aber hier so eine Printlinie, kann das sein? Also es sieht im Artwork so aus, als wäre hier einfach so ein... Ich zeige euch das mal. Guck mal, ob das in die Kamera kriegt. Das ist ja seltsam. Das ist wirklich seltsam. Gut, dann haben wir ein Beast Within. Sehr, sehr coole Karte. Das gefällt mir dabei richtig geil mit dem Instant, zerstörenden Permanentes. Und der Controller kriegt ein 3-3 Beast. Das ist wirklich eine geile Karte. Also die Beast Within gefällt mir richtig gut. Uff, die ist hot. Die ist hot. I really like. Und dann haben wir einen Gravedigger's Cage. Oh mein Gott, ist der hübsch. Den hatte ich gar nicht mehr am Schirm. Der ist richtig hübsch. Ein Mana-Artefakt. Hier ist ein Licht in so einem Cage drin. Kreaturen können aus dem Friedhof oder aus der Bibliothek das Spiel nicht betreten. Spieler können von Friedhofen und Bibliotheken keine Spells casten. Die ist auch richtig sick. Also die gefallen mir richtig gut. Viele Leute sagen ja, sie sehen nicht mehr aus wie Magic-Karten. Das ist korrekt. Das ist wirklich korrekt. Aber sie sind schon cool. Ich muss sagen, gerade für Commander und so weiter, das sind alles für Commander-Playable-Karten und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann haben wir unten eine sehr geknickte Karte. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, die Karten sind hart geknickt. Und wir haben mittlerweile gesehen, das passiert, weil die hier so eingeknickt werden und dann halt eben hier eine Brücke ist. Diese Brücke müssten sie nach unten tun, damit die Karte halt hier gerade drin liegen kann. Deswegen sind sie immer geknickt. Sie könnten sie auch so rum darauf tun, damit sie in die andere Richtung geknickt wird. So oder so, sie wäre geknickt. Und, ihr habt es ja schon gesehen, die Karte, die wir drunter hatten, ist Panharmonicon. 4 farblose Mana in einem wunderschönen Sketch-Artwork. Artefakt, wenn ein Artefakt oder eine Kreatur, wenn sie ins Spiel kommt, irgendeinen Trigger auslöst, wird dieser Trigger verdoppelt. Sehr geile Commander-Karte. War damals auch im Gespräch für irgendwelche Kombos und sonst was. Ist aber auch hier, ja, wie gesagt, eine kleine runde Foil. Ich finde das richtig cool. Ich mag die Dinger. Ich sammle die ja auch tatsächlich. Hier mit diesem, wie das aufgebaut ist, wie das funktioniert, mit diesem Blueprint sozusagen. Sehr, sehr coole Karte. Und ja, so wird es so dem Secret Lair Monster Movie Marathon. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.